Die Bilder von Günter Schlagbauer sind im Altmühltal bekannt. Es sind Heimatmotive. Denn er malt sie leidenschaftlich gerne. Seine Heimat. Das ist mein Geburtshaus. Das ist Schloss Hexenacker. Und in diesem Zimmer ist meine Schwester, die Margot, auf die Welt gekommen. 1949 und die 50. Da drin. Im Schloss. Kann auch nicht jeder, gell? Seine Mutter war Köchin im Schloss. Heute wohnt Günter Schlagbauer in Deising bei Riedenburg. Mitte der 60er Jahre macht er eine Malerlehre und gründet ein Malergeschäft. Ich war in der Schule schon, aber gerne Zeichner und sehr gut. 1970 habe ich in Riedenburg schon, wo ich aufgewachsen bin, habe ich da schon ein paar so Malereien an die Wände gezaubert und dann sind die Aufträge und die Bilder aber größer geworden. Und das Größte war jetzt in Regensburg, so 250 Quadratmeter. Das ist der Gardasee und da ist dann unten der Pool und sie fühlen sich jetzt da sauwohl, muss man sagen. Seine Lüftelmalereien findet man in der ganzen Region, an privaten und öffentlichen Gebäuden. Und ich sage allerweil, ich habe einen schönsten Beruf der Welt. Das ist mein Hobby, das ist mein Beruf. Und was will ich noch mehr? Selbst den Maibaum hat der Künstler gestaltet. Darunter der König selbst, auch eine seiner großen Leidenschaften. Weil ich als Bub schon in den Königsschlössern war und dann haben wir gedacht, ja, wer baut so was Wunderschönes? Und dann haben wir einen Zunftverein 1979 gegründet und jetzt haben wir schon 250 Mitglieder. Wir sind für Brauchtum, für die Sitten, für die bayerische Muttersprache, alles was zu Bayern gehört und da gehört der Kini auch dazu. Auf einer Felsformation mit Blick auf den Main-Donau-Kanal hat Günter Schlagbauer mit seiner Familie gerade ein ganz besonderes Projekt vollendet. Ja, jetzt haben wir einen Flügelsberg. Das heißt so, weil an dem Felsen der Flügel gewachsen ist. Und das war früher ein Berghotel. Und wir haben das vor 10, 11 Jahren ersteigert. Und seitdem, ja, wir haben 3-4 Jahre fleißig gearbeitet, die ganze Familie. Vor ein paar hundert Jahren war das eine Ritterburg. Es ist da hier oben immer wieder ergreifend. Ob das ist egal, welche Witterung da hier oben ist. Das ist romantisch, das ist stürmisch, das ist einfach ja, unbezahlbar, sage ich. Ich bin schon ein bisschen stolz, weil ich für meine Familie, für meine Enkel miteinander zusammen was aufgebaut habe. Und das ist was für die Zukunft. Und ich merke ja jetzt schon, meine Enkelkinder, die fühlen sich pudelwohl da herum. Es ist ein Märchenschloss auf dem Berg entstanden. Natürlich darf da eine Grotte zu Ehren vom Kini nicht fehlen. Laura, Felix, jetzt seid ihr. Die Enkel Laura und Felix lieben es, hier mit dem Opa auf Entdeckungsreise zu gehen. Das hat sich da so ergeben. Wir sind jetzt unter der Terrasse und das war alles voll Erde. So, das hat so reingeschwemmt und das habe ich alles herausgeschaufelt. Und dann habe ich überall Material gesucht und Recyclingmaterial genauso. Und haben wir gedacht, wenn der Kini schon eine Höhle haben kann, dann machen wir selber eine. Ich sitze halt oft hier drin und schaue mir das in Ruhe wieder an, nach Feierabend. Wenn das Tagwerk vollbracht ist, dann setze ich mich rein. Und es schadet ja nicht, wenn man ein bisschen Romantiker ist. Die Liebe zu seiner Heimat drückt Günter Schlagbauer in unzähligen Bildern aus. Auf dem Weg zum Aussichtspunkt, da wo früher das Schloss war. Ja, es ist einer der schönsten Aussichtsfelsen im Altmühltal. Und hinter mir, das ist die schöne Dippfurt, das bayerische China. Und da unten, da ist meine Heimat. Das ist Deising, Mayern und Alpenmünster. Ja, Heimat bedeutet mir sehr, sehr viel. Und vielleicht auch, weil ich von früher, von Kindheit her, meine Mutter war Sudetendeutsche. Sie hat die Heimat nie wieder gesehen. Mein Vater kommt aus Bayern.
Und das ist halt die Mischung und ich bin halt mit bayerischer Wurzel. Ich bin zufrieden, ich habe eine super Familie. Wir haben mit zusammen was aufgebaut und das passt. Ich glaube, das passt. Hinterm Vorn. Das ist wahrlich gelebte Bayernliebe. Selbst beim Motorrad-Outfit bleibt er der treu. Günther Schlagbauer, der Tausendsassa aus dem Altmühltal.